Servus Leute, hier heute der David und der Flo und wir schauen uns heute das Fix- und Flip-Projekt an. Bevor wir aber loslegen, muss ich euch eins, zwei Veränderungen gestehen. Wir brauchen oder suchen eigentlich noch ein bisschen Unterstützung für unseren kleinen Kanal, weil das artet immer mehr in Arbeit aus und wir sind ja fleißig und versuchen euch immer den neuesten Content rüberwachsen zu lassen. Entsprechend suchen wir nach einem Sponsor, der Lust hat, ein bisschen was dazu zu geben monatlich. Das verwenden wir auch nicht, um Schnitzel zu essen, sondern das würden wir rein wieder in den Kanal reinvestieren, um vielleicht auch die Qualität noch ein bisschen nach oben zu schieben. Also wenn einer Lust hat und sagt, hey, das, was der David und der Flo da macht, ist total cool und eigentlich habe ich Lust, ein bisschen mitzuspielen, dann melde euch doch einfach und schickt uns eine Mail. Die Mail packen wir unten in den Text runter und sagt, wir wollen gern dabei sein, wir finden es sau cool, was ihr macht. Zweitens, um natürlich ein bisschen unseren Aufwand zu reduzieren, werden wir jetzt leider anfangen müssen, denn YouTube hat uns auch eine Empfehlungsmail geschrieben, ihr wisst, was das heißt, dass wir quasi jetzt kleine Werbetrailer vor oder hinter die Videos schalten müssen, um auch entsprechend Reichweite zu bekommen. Wenn man da schon angeschrieben wird und aufgefordert wird, hey Jungs, jetzt ist langsam mal Zeit, dass ihr monetarisiert, wie das so schön heißt hier auf YouTube. Monetarisieren ist auch ein Witz, da kriegst du für so ein Video einen Euro oder so, also darum geht es gar nicht. Aber es geht im Prinzip, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Und deswegen würden wir jetzt in Zukunft hinter dem Video oder vor dem Video mal gucken, welche Möglichkeiten da gibt. Wir haben es ja noch nie gemacht. Kleines Video schneiden. So, aber jetzt wieder zum Content. Jetzt schauen wir uns mal an, was David und der Mario Neues gebastelt haben in ihrer saucoolen Fix- und Flip-Hütte. So Leute, hier am Start bei der Fix- und Flip-Bude von Mario und von David. Schauen wir uns mal an. Und das Erste, was man hier sehen kann, ole ole. Schöner Sturz gezogen, da drüben auch, top. Jetzt gibt es quasi den Zugang zum Schlafzimmer. Und auch hier hat man die Wände aufgedoppelt. Jetzt haben wir es mit Litonsteinen gemacht, um noch ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Und das ist auch praktisch, weil auch hier Stromkabel und so in die Litonsteine reinzuverlegen ist easy peasy. Früher war hier auf der linken Seite der Durchgang, der ist jetzt schön sauber zugemauert worden. Also richtig schöne, saubere Geschichte. Und jetzt warten wir noch auf den Elektriker und dann kann der Kollege fröhlich loslegen. Die Jungs müssen noch den Dreck wegbringen. Das macht immer am meisten Freude. So. Ja, dann schauen wir mal. Zweiter Sturz gezogen, wunderbar. Zugang hier zum Badezimmer. Das wird ein richtig schönes Badezimmer. Und wie letztens schon angekündigt, haben wir quasi hier hinter der Ecke, also hinter der Tür, wenn du reinkommst, auf der rechten Seite, kommt quasi hier der Waschmaschinen- und Trocknerturm hin und dann auch hier die Wasseruhr, die es da braucht letztendlich, um dann auch den Wasserverbrauch lesen zu können. Daneben als Vorsatz hier kommt das Waschbecken hin und neben dem Waschbecken, ist es noch nicht da, kommt dann der Gabaritkasten für die Drückertoilette hin. Hier auf der anderen Seite sieht man auch schon, dass hier die Leitungen verlegt worden sind, denn hier wollen wir ja eine schöne Handtuchheizung hinbauen. Also alles wunderbar. Und da hat schon jemand sich sein Wasser reingelassen, da kann es jemand kaum erwarten. Wunderbar, wir haben hier schon Wasser in der Wanne. Also die Wanne ist quasi, steht auch schon da, weil die Idee ist ja, dort hinten eine Wanne hinzupacken. Auch die Wand, die ja offenbar haben wir jetzt zugemauert. Also die Tür gibt es jetzt hier quasi nicht mehr. Und auf der anderen Seite, die Tür ist jetzt auch weg. Auch hier hat man von der anderen Seite eben auch gesehen, kommt dann die wunderschöne Dusche hin, direkt neben der Badewanne. Und der Installateur war quasi schon hier und hat die ganzen Unterputzarbeiten gemacht. Hier haben wir die Wand auch noch mal ein bisschen aufgedeckt, weil einfach die zu dünn war, um die ganzen Leitungen reinzulegen. Also haben wir hier quasi noch eine Reihe Ytonsteine vorgesetzt, um letztendlich das Problem zu klären. David, wie macht ihr das dann am Ende mit der Dusche? Ja, also der Glaser kommt dann und passt praktisch die Glasscheibe hier an. Okay, okay. Das heißt, ihr habt jetzt kein Standardformat genommen, sondern erstmal eine Badewanne rein und einfach gucken, was dann am Ende überbleibt. Genau. Wird ja unten gefliest, ne? Ja. Und dann hat man nicht das Problem, dass wenn 3 cm fehlen, großes Geschrei ist, sondern hinterher holt man komfortabel den Glaser und der passt einfach ein. Genau, und wir wollten halt die Dusche noch so groß wie möglich praktisch machen. Für jeden dass Zentimeter das, nutzen. Genau, dass wir das Maximum rausholen. Top, top, top. Hört sich gut an. Super, gehen wir mal weiter.
Hallo, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Meine kostenfreien Mentor-Tipps in deine Mailbox. Einfach nach unten gehen und unseren neuen Newsletter abonnieren und du bekommst die neuesten Informationen rund um das Thema Vermögensaufbau, finanzielle Unabhängigkeit und Immobilieninvestment. Also, nicht die Chance entgehen lassen, unten einfach den Newsletter abonnieren. Beste Grüße, dein Flo. So, vielleicht hier noch eine kleine Zwischenfrage. Wenn ich mir jetzt hier den Sturz anschaue, was für Türen plant ihr hier einzubauen? Habt ihr da schon eine Idee oder schon besorgt? Also da holen wir satinierte Glastüren, die schön hell sind, dass im Bad auch ein bisschen heller wird. Super, super. Und das passt dann halt zur modernen Wohnung sozusagen. Perfekt, perfekt. Also auch satinierte Glastüre fürs Schlafzimmer. Und genau hier beim Bad hat die natürlich dann so einen anderen Öffnungsmechanismus zum Abschließen. Klar, klar. Super. Das heißt, wenn man ungestört auf dem Töpfchen sitzen will, dann kommt der Besuch nicht reingestört. Genau. Hört sich super an. Klingt nach einem Plan. Ja, ursprünglich hatten wir ja vor, innen noch Fenster einzubauen. Das haben wir jetzt aber unterlassen und haben uns dann eher als Alternative für hier eine abgehängte Spotdecke entschieden. Ja. Ne, um letztendlich auch eine extreme Helligkeit ins Badezimmer zu bekommen. Weil das mit dem Fenster war schön gedacht. Aber dann sind wir ein bisschen Platzprobleme gekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, die Idee werden wir vertagen müssen. So, jetzt kommen wir ins große Wohnzimmer, was wirklich jetzt riesig ist. Jetzt sieht man auch genau die Umfänge und hier sieht man auch schon, hier wurde auch wieder eine Ytongsteinwand vorgemauert, damit man ein bisschen Tiefe kriegt und hier sind auch schon die Anschlüsse für die Spüle und den Wasserablauf neu gezogen worden, also alles wunderbar. Auch die Heizungsverrohrungen sind hier neu verlegt worden und auf der anderen Seite haben wir das gleiche gemacht, haben uns hier für Ytongsteine entschieden, um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Hier gibt es ja noch neue Fenster. Gibt es schon einen Termin, wann die neuen Fenster kommen? Die müssten in den nächsten 2 Wochen ankommen und eingebaut werden. Top, top. Hört sich super an. Aber hier sieht man auch schon die Vorkehrung. Kommt dann quasi der Heizkörper hin und auch schön vorgemauert, alles schön solide. Hat man genug Tiefe. Hier kommt noch ein kleiner Tritt dann unten hin. Und links auf der Seite kommen dann quasi die Anschlüsse für den Heizkörper. Wunderbar. Sieht gut aus. Die alten Heizkörper haben draußen erstmal fein säuberlich gelagert. Heizkörper nicht bewegen, warum steht das dran? Genau, weil die Teche im Zähler, wenn man die bewegt vor der Ablesung, dann kann es sein, dass dann ein falscher Wert rauskommt und dann muss man viel mehr dafür zahlen. Also dann hat man sozusagen viel mehr Verbrauch, als man eigentlich verbraucht hat. Perfekt, perfekt. Genau. Dann nochmal ein Blick auf das Ganze. Hier sieht man, hier geht es fleißig los. Wird bestimmt eine tolle Wohnung, wenn sie fertig sind. Ich bin gespannt. Die halten mich auf dem Laufenden. Also beste Grüße aus Nürnberg. Euer David und euer Flo. Tschüss. Hey, ich grüße dich. Für alle, die noch kein Eigenkapital haben, jetzt gut zuhören. Im Leben ist eigentlich vermögenstechnisch ein Dreiteiler. Der erste Teil beschäftigt sich damit, sich zu qualifizieren. Da ist Deutschland gut aufgestellt, dich zur Fachkraft zu entwickeln, damit du in der Lage bist, mit deinem Kopf, mit deinen Händen aktiven Cash zu generieren. Der zweite Teil, und das müssen wir lernen, und das ist mit das Schwierigste, ist, wie man Geld managt, wie man Vermögen aufbaut, wie man Geld behält. Und erst der dritte Teil beschäftigt sich eigentlich mit Investment. Weil um investieren zu können, brauchst du auch Investitionsmasse. Wenn dir also noch Eigenkapital fehlt und du noch nicht so den Bogen raus hast, wie man sein eigenes Geld managt, und das betrifft eigentlich die meisten Menschen, dann schau dir doch mal meinen Kurs an, das 1x1 des Vermögensaufbaus, denn hier wird dir geholfen. Beste Grüße, dein Florian.